Wir haben Milch, wir brauchen noch Beeren, wir haben Schokolade und wir brauchen noch... was brauchen wir denn noch? Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Rübensirup, das bedeutet, wir brauchen noch rote Beeren und Rübensirup. Ja. Gut. Wo ich jetzt Rübensirup und rote Beeren hernehmen soll? Rote Beeren vielleicht in den Gärten, das kann sein. Wieso ist der Schmetterling jetzt nicht hier? Was ist denn da drauf? Moment, kann ich möglicherweise den Zapfhahn hier montieren? Nö. Schade. Okay. Dann gehe ich mal ins Café und gebe das ab, was wir schon haben. So, Klingel. Sekunde. Ja. So, Milch. Willkommen zurück. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantkrüstchen. Krokantkrüstchen. Eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Rübensirup. So, Schokolade. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantkrüstchen. Es fehlt nur eine. Und ja, ja, genau das fehlt noch so. Steinberg. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Ich kann also nicht mit ihm sprechen, okay. So. Dann muss ich mal ganz kurz verschwinden. Ich muss mir unbedingt ein Taschentuch holen. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. So, dann würde ich sagen, ja, rote Beeren und Rübensirup, ich habe keine Ahnung. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal das, was wir wissen, dass wir machen können. Nämlich, wir warten auf die Nacht und steigen aufs Dach des Rathauses, um uns dort mit dem Jonathan zu treffen. Jetzt habe ich in den Chat geschaut, um den Namen nachzuschauen. So. Der Jonathan. Ach so, nicht der Jonathan. Der kleine grüne Grünmensch. Hier haben wir übrigens noch eine Kristallstatue, mit der rede ich noch ganz kurz. Ich habe kein Wort verstanden, weil kein Untertitel angezeigt wurde. Das ist toll. Ich bin Emmett Milano plus O'Donnell. Mehrfach ausgezeichnet wegen herausragender Forschungsergebnisse in Kleptologie. Von mir klaut niemand. Tja, ich schon. Ich gehe mal ins Rathaus. Und wo bleibt der Mückenlehrer jetzt? Ja, ich komme ja schon. So, und dann nach oben. So, Hallöchen. Mein lieber Freund. Da warte ich hier oben im Baum die ganze Nacht und keiner kommt. Auf der grünen Insel wird das keiner wagen. Aber wenn du dahin willst, dann beeil dich gefälligst. Sonst gehe ich ohne dich durch den Baum. Und bring meinen Hut mit, du Knilch. Und ja, nicht so einen wie deinen. Aber wie soll ich denn darüber kommen? Kannst wohl nicht schweben wie anständige Leute, du Süßteetrinker. Dann musst du zu Fuß rüber über den Ast. Das ist viel zu dunkel. Und zu hoch.
Da sieht man ja nicht, wo man hintritt. Na, nur zu, du kleiner Erpresser. Wenn du vom Ast fällst, sammle ich den Hut einfach ein unten, während du Sternchen siehst. Nach deiner Hackenattacke auf mein kleines Leben hast du das verdient. Gut, das heißt, wir kommen hier auch nicht weiter. Nun denn, das bedeutet, wir brauchen eine Leuchtnuss. Und um die zu bekommen, brauchen wir wahrscheinlich die Torte und ja, müssen uns so quasi den Weg in die kleine Privatfeier da hinten veranstalten. Freikaufen quasi. Hier sind einige Sachen. Geburtstagsfeier, die kann ich mir bestimmt ansehen. Ja, ist okay. Dann feiert mal schön. Feiert mal schön. Ich muss nicht überall dabei sein. Na, endlich. So, süße rote Beeren. Kann ich Anja vielleicht die Hagebutten als süße rote Beeren verkaufen? Wäre das möglich? Ha. Kann ich den Herrn Kirchenmaus Senior vielleicht nach einem Witz fragen? Ich sollte mich... Nein. Okay, auch der hat keine Witze für uns. Wir brauchen Jonathan dafür. Nun gut, dann lesen wir wieder in unserem Buch. Und wenn wir schon hier sind, könnten wir möglicherweise auch mit... Hallo? Den Statuen am Rathaus sprechen. Was? Ein neuer Lehrling? Er scheint ziemlich gut mit den neuen erlernten Zaubersprüchen umgehen zu können. Findet ihr nicht? Und irgendetwas sagt mir, dass er uns hören kann. Okay. Anja, meine liebe Anja. Sekunde. Hagebutten sind rote Beeren. Sie sind zwar nicht unbedingt süß, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe noch nie Hagebutten gegessen. Ja, ich gehe jetzt unter die Freestyle-Rapper. Gegessen. Hagebutten sind cool. Gut. Aber irgendwie ziemlich nutzlos. Die werden uns wahrscheinlich noch den Hintern retten, sonst hätten wir sie nicht mehr bei uns. Puh, ja. Gut, weißen Pfeffer. Kannst du weißen Pfeffer brauchen? Das habe ich schon gemacht. Aha, gut, dann nicht. Ja. Ist toll. Mag ich gerne. Rote Beeren. Haben wir irgendwo rote Beeren-Erbsenkugeln? Ich kann da drüben mal ganz kurz schauen. Hier so, da, hoch. Nein, hier. Geh mal rüber. Na los. Schnell, Jeremias Haselnuss. Okay, hier nicht. Da auch eher nicht. Zwergenhaus. Auch hier sind keine roten Beeren zu sehen. Hier habe ich nur gelbe Blumen, aber keine roten Beeren. Hast du rote Beeren für mich? Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Oh. Ja, ich auch. Wenn ich des Nachts hier herumstreife, kann ich dann diesen Fuchs sehen? Also mit dem Sprechen quasi, bewegt er sich dann vor meinen Augen? So, hier steht wieder unser Freund Plato. Viel mehr können wir hier nicht machen, außer uns die Felder anzusehen. Gehe ich mal da entlang.
Aber des Nachts findet man den Fuchs offenbar gar nicht. Ah, die Zwerge. Stimmt, die arbeiten ja nachts. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiben, dass du mir geholfen hast, was? Was? Nein. Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzeln ernten, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Ne, bäh. Pah. Sie sagen, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Pah. Keine Ursache. Meh, bäh, pah. Okay, gefällt mir. Gehen wir mal rein. Ach ja, habe ich das probiert? Mein Becher Nein, ist sicher. Ja, natürlich, das habe ich versucht. Gästebett, das heißt, wir können hier schlafen. Leere Zwergenbetten. Stollenklappe. Kann ich hier... Mein Becher ist sicher. Nein, kann ich auch nicht. Rostige Tür. Kann ich die rostige Tür mit irgendetwas aufhebeln? Mit dir vielleicht? Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein Einbrecher bin. Da knack ich besser nicht noch ihren Wurzelsafe. Ja, besser wär's, wenn du es tun würdest. Wenn's aufhört, sich zu drehen, kann ich dann irgendwas machen? Hm, es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Ich brauche ja Rübensirup, nicht wahr? Mein Becher ist sicher. Okay. Der Zwerg liegt da knapp. Mein Becher ist sicher. Okay, gut, dann nicht. Ja, okay. Gut. Dann gehe ich mal nach vorne. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. So, meine liebe Missoura, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Leer. Die Waldzwerge sind wohl noch nicht dazu gekommen, den Automaten mit neuen Fässchen aufzufüllen. Die Beeren beim... Ach ja, da oben. Lecker duftende Beeren, die habe ich, ja, genau, die habe ich... Gestern, glaube ich, habe ich die gefunden, aber ich komme. Jerry sagt mir, glaube ich, dass ich damit nichts rankomme. Ich versuch's mal mit dem Teil, weil das hatte ich gestern. Das bringt nichts. Ja, das hatte ich nicht. So, geh mal hier hin. Mit dem Stock. Das bringt nichts. Nein, das wollte ich auch nicht. Mit dem Stock. Komm ich. Ein Stock bringt hier nichts. Ach ja, gestern, als ich gespielt habe, war hier auch nicht die Leiter noch nicht. Stimmt, hier. Ich schau mir mal die Beeren an. Ich glaube. Ja, jetzt kann er hier hochgehen und kann zu den Beeren hin. Ich halte hier Wache und ernähre mich nur von diesen roten Beeren. Darbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Und all das, damit Wichtigtuer wie du gut schlafen können. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Gut. Gute Nacht. Rede ich halt mit der Tagwache. Moment. Gut gepfeffertes Käsefondue. Moment. Wir haben Käse, wir haben Pfeffer. Aha. Das braucht. Doch braucht's. Kann ich den Käse in das Fässchen geben? Nein. Nein. In das da. Nein. Nein. In das da. Nein. Okay. Gut. Bist du jetzt immer noch dieselbe Wache? Wegen dem neuen ja. Ist immer noch dieselbe Wache. Ich halte hier. Ja.
Ist okay. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Also, nein, hör auf. Nein, nein, nein. Hör, Jerry. So. Wo könnte ich, in welches Gefäß könnte ich... Moment, ich kann ihr mal den Käse geben. Einfach so. Wenn wir eine Pfanne hätten, könnten wir aus deinem schönen Käse ein leckeres Fondue machen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Eine Pfanne also. Klar. Ich... Das muss nicht gelöffelt werden. Ja, du sollst sie auch nicht löffeln, werden. Sondern... Ah. Das muss nicht gelöffelt werden. Ja, okay, gut. Also eine Pfanne. Eine Pfanne. Also... Eine Pfanne. Wir suchen eine Pfanne. Wir suchen eine Pfanne. Eine Pfanne, eine Pfanne. Wer könnte eine Pfanne haben? Anja könnte eine Pfanne haben. Hat Anja eine Pfanne? Ich weiß es nicht, ob Anja eine Pfanne hat. Du, 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 du. So, ja, ich muss ohnehin wieder warten, bis es Tag wird, sonst kann ich nicht ins Café. So, jetzt gehe ich ins Café. Ja, diese Animation ist äußerst spannend und dass ich währenddessen nichts tun kann, ist noch viel spannender. Liegt hier zufälligerweise eine Pfanne herum? Spüle. Nein. Das Nein. bringt nichts. Das bringt nichts. Okay, gut. Hier kann ich auch sonst nichts antippen. Ich kann aber Anja ganz kurz mal fragen. Sekunde. Es dauert auch nur eine Sekunde. Ja, er hat eine Pfanne. Hallo. Die Maus ist ganz in Gedanken, wenn sie herumläuft. Sie merkt gar nicht, dass ich da bin. Aber er hat eine Pfanne. Ich weiß genau, dass... Ja, ich bin nicht draußen, ich bin hier. So, meine liebe Anja. Bis später. Bis später. Nein. Doch, warte, wegen der Torte. Es geht ja quasi um die Torte. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest... Ja. Okay, bis später. Pass auf dich auf. So, dann gehen wir hier raus. Eine Pfanne, also. Wer könnte noch eine Pfanne haben? Anja haben wir gefragt. Die Zwerge werden keine Pfanne haben. Ja, hier hat bestimmt eine Pfanne. Oder sie. Ich glaube, das war eine sie. Gronkh hat auch keine Pfanne. Unser Freund, der Magier, oder vielleicht Herr Kirchenmaus. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Na, bin ich froh. Nein, okay. Ich habe leider nicht genug Geld dabei. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schönen Dingen hast. Dinge, Sachen und Zeugs. Du hast's erfasst. Ja, Dinge, Sachen und Zeugs. Ich versuche nochmal mit dem Kristallding hier zu reden. Du hast etwas verloren. Ob du es wohl wiederfinden wirst? Tja, keine Ahnung, was habe ich denn verloren? Ah, hallo, Herr Fuchs. Ja, toll. Hier drin. Nein, nichts. Habt ihr vielleicht eine Pfanne? Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, nein, erst... Ja, mit Ernst Schreinern, wer auch immer Ernst ist. Jetzt streitet doch nicht, ich finde beides ist wichtig. Jetzt streitet doch nicht, ich finde beides ist wichtig. Ja, du hast recht. Manchmal bin ich fast zu ernst. Und da
dann wirst du sauer, wenn's mal nicht läuft wie geplant. Du bist da viel spontaner. Dafür hast du das bessere Fachwissen. Ach, Quatsch. Oh, oh. Gut, vielleicht ein bisschen. Ach, du bist doch der beste Bruder. Naja, du hast ja nur einen.